Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Meine Katze hat gerade geschissen und das riecht hier richtig beschissen. Aber richtig, alter Schwede, was, alter, oh, Hilfe. Jedenfalls in der letzten Folge haben wir, ich sterbe, in der letzten Folge haben wir eine neue Waffe gefunden und haben sie direkt modifiziert und sind damit ins nächste Gebiet gegangen, weil im letzten war jetzt nichts großartig los, da haben wir die Waffe halt gefunden und ein paar Roboter vernichtet. Heute werden wir zum ersten Mal erfahren, was es mit diesen UFOs Sonden auf sich hat, von dem wir immer reden. Ich bin gespannt. Viel Spaß. Genau. Inventar. Reichweite 22. Mit dem habe ich gerade mal 16. Ja, aber das ist eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. 31. Wie viel Reichweite habt ihr den anderen dann? 26. Achso, weil du eine Bonus-Reichweite bekommen hast. Oh, vielleicht sollte ich ihn jetzt als Sniper einsetzen. Und Magnus als Nahkämpfer. Aber nee, du bist ja Tank. Alles gut. Ist schon gut. Weil ich brauche einen Tank. Und der ist tanky. Was ist das da? Es leuchtet rot. Achso. Es sind nur Waffenteile. Ey, passt auf, Leute. Ich finde gleich so eine awesome Sniper. Citizens, present your ID bands for verification. I don't get it. Should I talk to this thing? Is it like smart or what? Let's just try to get through the city peacefully, with no trouble. Your request for emergency quarantine has been granted. Please put down your weapon. You cannot. Ich wollte freundlich durchgehen. Hallo? Also jetzt fühle ich mich verarscht. Er meinte, lass uns hier freundlich durchgehen. Peaceful. Am Arsch peaceful. Zeig dir gleich, wie peaceful aussieht. Peaceful in den Kopf. Na gut, ich sehe da hinten übrigens irgendwie einen Scanner. Das gefällt mir nicht. Das Ding fliegt. Er ist nicht deaktiviert. Jetzt ist er deaktiviert. Ich kann so durchlaufen, das ist gar kein Problem. Was? Was? Also jetzt müsst ihr aber treffen, sonst habe ich ein Problem. Oh, gut. Und die anderen haben es nicht mehr mitbekommen. Hey, over here. Also ich könnte hier sogar durchschleichen, ne? Also rein theoretisch, aber... Ich meine, ist doch lustiger, wenn ich sie töte. Irgendwas schwebt da hinten, das gefällt mir nicht. Ich werde selbstverständlich töten, was ich töten kann. Und was ich nicht töten kann, das kommt später. Ich werde nämlich immer wieder kommen. So, einer hier. Ich weiß nicht, ob das geht, aber wir gehen kurz mal hier hoch. Keine Ahnung, ob das hinhaut. Okay, dann halt du. Ah, dieser Leiterfuzzi. Regt mich das manchmal auf. Oh, oh nein, ich kann da nicht rauf, schade. Okay. Testen wir das Ganze. Direkt betäubt. Ah, keine Feuerlinie. Schade.
Wo soll ich denn hin dann? Hilft ja dann alles nichts. Noch hat es keiner mitbekommen. Und es wird auch keiner mitbekommen. Könntet ihr ein paar mehr kritischer machen? Wäre das möglich? Danke. Junge. Mach's mir bitte nicht so schwer. Ergebe dich. Keine Worte. Oh, er hat's mitbekommen. Shit. Tut mir leid. Jetzt musst du leider kassieren. Geil, Arschloch. Frisst das. Okay, wird Zeit, die Waffe zu testen. Ich komme nicht wirklich weit. Trefferchance 100%. Ja, nice. Das ist schon cool, das Ding. Hey, Level up. Ich hab das Gefühl, er ist im Laufen schneller als die anderen. Move out. Spread out. Hallo, Leute? Over here. Oh, das sind tatsächlich Drohnen. Oh, gucken wir mal. Wir dürften ja eigentlich ausschalten können, ne? Gehen wir ein bisschen näher ran. So ungünstig. Na gut, der ist schon mal deaktiviert. Also es ist möglich, auf jeden Fall zu treffen. Auszuschalten. Ja, nee, ist klar, Junge. Wir müssen ihn halt schocken, bevor er die Dinger los wird. Wieso wirft er die Dinger überhaupt ab? Was soll das? Ich kann mich wahrscheinlich nicht verstecken. Aber das Ding ist kleiner. Ist kleiner als diese Raumschiffe, die wir gesehen haben. Justin, wir haben ein Problem. Kurz mal speichern. Vielleicht kann ich sie beide betäuben. Das war Nummer 1. Ich weiß nicht, ob der mich mitbekommen hat. Komm schon, Nummer 2 auch. Ja. Oh, hat er mich mitbekommen? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht? Braucht definitiv Schutz. Ich weiß nicht, was da runterkommt. Oh, ich will es auch gar nicht wissen.
Du versteckst dich mal hier. Das ist mir ein bisschen zu kritisch. So, mein Freund. Jetzt haben wir mal deine neue Waffe raus. Oh, das macht Schaden. Gegner ist am Zug. Ich hoffe, Dax ist nicht zu nah dran. Habe ich eine MP dabei? Ich habe keine MP dabei, oder? Scheiße. Wieso habe ich die MP vergessen? Das gibt's doch nicht, ey. Versuchen wir erstmal, den loszuwerden. Okay, perfekt. Oh, scheiße, Bomben. Huh. Er ist verschwunden. Wieso ist der verschwunden? Das nächste Mal. Warte, einen Moment. Einmal kurz was testen. Wir speichern an dieser Stelle. Wir laden. An dieser Stelle. Ich muss mal was probieren. Was ist, wenn ich den Typen einfach komplett zerschieße? Gehen die anderen mit kaputt? Also muss getestet werden, Freunde. Sie muss. Würde mich aber gerne vorher verstecken, bevor ich ihn angreife. Oh! Haben wir aber nicht gewettet. Seid ihr unter der Brücke? Ah! Das empfinde ich als ein bisschen unfair. Ich möchte gerne diese Tentakelsau töten. Ach, der kann nur diese Airdrops machen und die Viecher loslassen. Bevor er einen Scan macht. Look at that thing. It's one of those machines we've seen broken all over the zone. Okay. Aha! Damit hast du nicht gerechnet, dass ich schneller bin, ne? Okay, er hat sich schon rausgelassen. Aber egal, wir gehen trotzdem drauf. Wir haben ihn ja eigentlich schon besiegt. Na komm, ihr könnt nicht alle töten. Das ist akzeptabel. Ich bleib hier. Nein, du bist tot. Okay. Ich bleib hier, denn du bist tot. Oh, von wegen Taktik. Tatsächlich. Bitte schön, du verblutest immer noch. Nein. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Okay, aber ich akzeptiere, dass ich den getötet habe. Das finde ich besser. Keine Ahnung. Würdest du bitte? Scheiße. Na gut, er verblutet, Leute. Denkt dran. Hammond talked about these machines. Said they fell out of orbit. Das könnten die Raumschiffe sein. Guck mal, wie viele Bots hier rumhängen. Robo Shack. Could be interesting. Could be a shack of killer robots. Yeah. Also, soll ich es nochmal versuchen? Oh, das Ding ist kacke. Ich mag das nicht.
Aber auf diese Weise, rein theoretisch, können die eigentlich nichts machen, ne? Weil die können einen einzigen töten oder zwei, aber der letzte kann den letzten Schuss abgeben. Aber der ist schon halb am Sterben. Wie viele haben das jetzt eigentlich gehört? Guck mal, da steht ein Bot. Oh. Au. Ja. Okay, jetzt verblutet er wirklich. Ich will dich tot sehen! Er steht in der Luft. Wollte ich nochmal gesagt haben. Da kommt doch jetzt nichts runter, oder? Ich kann aber auch nicht laufen. Ich muss schießen. Kommt da jetzt noch was runter? Ich meine, der Typ ist tot. Jetzt ist er wieder am Sterben. Okay, da kommt wirklich nichts runter. Easy going. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Es hat sich gelohnt, der Bug ist nämlich weg. Und vor allem der checkt einfach nichts. Die hängen da in der Luft. Die fallen runter, wenn ich gegen die kämpfe. Let me help you with that wound. I'm okay. I'm okay. Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Overwatch. Oh, ich wollte eigentlich noch schießen. Natürlich triffst du, Junge. Kommt das nächste Sackgesicht an. Ja, da hast du dich mit dem Falschen angelegt, Freundchen. Oder auch nicht. Ich habe nichts gesagt. Aha. Er hat eine Schrotflinte. Komm, das kriege ich hin. Geh ich hin. Hä? Wieso hat der nichts gemacht? Sehr, sehr schön. Nee, es gibt's doch nicht. Kannst du mal ein bisschen weiterlaufen? Ja, dann bleibt halt da. Overwatch. Da! Das ist doch nicht weit laufen. Ach ja. Oh. Wieso vergesse ich das immer? Versuchen wir ihn mal zu betäuben. Keine Trefferchance. Leck mich doch. Ja, wie fühlt sich das an, betäubt zu werden, du kleiner Saftsacker? Ist nicht so cool, oder? Oh, ich hätte mich verstecken sollen. Naja, egal. Ich habe sowieso keine Munition. Jetzt komme ich. Und reiß einfach nichts. Ich werde dir deinen Baum zerschießen, Junge. Tja. Sah aus, als wäre das gar kein Baum gewesen, sondern einfach nur ein Stück Pappe. Ich laufe einfach Kamikaze durch. Oh, neue Sachen im Laden, nice. Da ist die bessere Sniper übrigens. Ach, die sind runtergefallen, die Bots. Und die sind deaktiviert, glaube ich, ne? Okay. Kann das sein? So that's why the Novasec doesn't want to come through here. What the hell are those things? Der Typ läuft da rum. Kommode 64, ein Commodore. Dieses bei einer Gruppe von Bürgerrechtsaktivisten namens Demoszene sehr beliebte Kästchen verfügt über klickende Tasten und macht beim Einschalten lustige Geräusche. Nice. Das ist der letzte. So. Der Bot da oben rumläuft, ist ja gefährlich. Shoplifters, one
face immediate persecution. Schwebst du gerne? Boxes. They were used by a cult called the Demo Scene. Although what that means is a complete mystery to me. Sexbot Schrottlifter. Ah. Hey there. Bist du der Einzige, der Stress will? Offensichtlich nicht. Gut. Versuchen wir den Jungen erstmal zu betäuben. Gut, das ist recht ungünstig jetzt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach komm! Oh Gott, zum Glück seid ihr scheiße. Kannst du mal endlich geschockt sein? Soll ich den einfach runterschubsen, sag mal? Tschüss. Oh, ich hab ihn nicht geschubst. Seid ihr irgendwie geistig unterbelichtet oder so? Was soll denn das? Oh, jetzt kann ich mit Dax besser treffen. Er hätte direkt mal meine Wummen rauspacken sollen, ey. Allein schon Sexbot, wer will denn sowas anfassen? Hallo! E-Beams, der Tod. Oh. Ich bin immer noch der Tod. Auch wenn du mich fast getötet hättest. Tschüss. So, Roboterschrott. Sexpuppe, ey, ich fass das nicht, ey. Aber ich brauche das ganze Zeug. Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh über den Kampf. Denn je mehr ich bekomme, umso besser. Leben. 5 Punkte, 13 Punkte. Ich brauche noch 3 Punkte. Alles klar. Okay, spread out. Hey, follow me. Hey, this is the way out of the Forbidden City. Schon? Geht mir ein bisschen zu schnell hier. Aber ich habe hier immer noch zwei Gegner auf dem Visier. Da kann ich die nicht einfach töten. Mindestens billige Bots. Ohne Waffen wahrscheinlich. Oh Gott. Die werden mich jetzt wahrscheinlich auf ewig irritieren. Aber ich... Ich bin der Meinung, hier muss noch irgendwas... Ah! Fettes sein. Aber mit Fett meinte ich eigentlich Gegner. Als so ein Bibia-Typ, der alles platt macht. Oh boy, this is not good. Not good, not good. Show me the exit. Ah, die Pilze. Auch hier sind sie wieder. Da ist die Brücke, von der wir kamen. Das heißt, da hinten leuchtet es noch. Ja. Gib mir Stuff, Junge. Stuff. Ich will das gute Zeug. Das richtig gute Zeug. Oh, Medikit. Ja gut. Eins habe ich ja gerade verschwendet. Da kann man noch ruhig mal ein anderes finden, wie ich finde. Das sind die komischen Sexbots da hinten, ne? Ja. Ja, ach, die ganze Quarantäne-Scheiße, ne? Stimmt. Daher die Pilze vielleicht auch. Vielleicht sind die Pilze... Kann das sein? Pilze? Sind die Pilze die Quarantäne und die Mutanten sind einfach nur Kriegswerkzeug? Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.